So, hallo, herzlich willkommen zurück zu Let's Play XCOM Enemy Unknown. Wir haben wieder eine Slingshot-Mission, glaube ich, letztes Mal gemacht. Wir haben dabei eine sehr gute, schwere Soldatin bekommen. Und jetzt kriegen wir gleich erstmal einen Satelliten. Commander, unsere Satelliten sind bereit und startklar. Auf Ihren Befehl kann der Einsatz erfolgen. Natürlich, also erstmal im Lagezentrum, bitte Satelliten starten. Okay, Ägypten oder Südafrika. Wenn wir jetzt die Wahl haben, Südafrika bringt insgesamt ein bisschen mehr. Satelliten starten. Satellit gestartet. Ach, wir haben sogar noch mehr. Okay, dann auch einen in Ägypten. Satellit gestartet. Ach, Errungenschaft und jetzt alle zusammen. Heißt, versorge alle Länder eines Kontinents mit Satelliten. Okay, wir haben ganz Afrika. Ja. Das heißt, jetzt... Brasilien würde sich jetzt noch anbieten. Weil wir da halt noch gar nichts haben. So. Satellitenkontrollzentren haben maximale Kapazität erreicht. Weitere Zentren erforderlich. Perfekt. Dann haben wir jetzt... Nach all der Mühe sind die Aliens sicher mehr als enttäuscht, dass wir nicht so leicht aufgeben, wie sie gehofft hatten. Über Brasilien bräuchten wir eigentlich nach Möglichkeit einen Jäger, aber wir haben ja gleich was erforscht. Neues Jagdflugzeug. Kontakt entdeckt. Das ist doch nicht wahr. Okay. UFO 0 Klasse Kundschafter. Das holen wir vom Himmel. Muton, Muton, Berserker, Sektoid, Anführer, Cyberdisks und Drohnen. Ja, komm. Ach, das müssen wir gar nicht mal vom Himmel holen. Odin, ich würde sagen, wenn ich jetzt nur deine Fähigkeiten und so angucke, da haben wir jetzt eine Person, die leider ein bisschen besser ist. Ich meine, wir haben jetzt halt... Wo ist sie? Brick. Natürlich kriegt Brick erstmal einen Skelettanzug und einen schweren Laser. Ansonsten überlege ich jetzt gerade... Na, die Waffenfragmente kann ich eigentlich nicht für den verbesserten Pulsbogen ausgeben. Weil... Naja... Wie soll ich das am besten sagen? Die brauche ich für meine Forschung. Ist einfach so. Jetzt kann man sagen, ja, wir haben ein gutes Team. Kann man machen. Wir müssen einfach nur ein paar Aliens erledigen und vielleicht kriege ich es hin, den Berserker zu fangen. Transporter ist eingetroffen. Machen Sie sich einsatzbereit. Unser Operationsgebiet liegt in den Vereinigten Staaten. Okay, finden Sie und neutralisieren Sie alle gegnerischen Einheiten. Berichten zufolge ist das UFO in einem dünn besiedelten Gebiet gelandet. Wir müssen hellwach sein und die Invasoren eliminieren. Ganz ruhig, das wird schon. Erstmal landen, abspeichern und in aller Ruhe ein UFO stürmen. HQ, hier spricht Big Sky. Sind in Position und erwarten weitere Befehle. Roger, Big Sky. Strike One, Freigabe zum Einsatz erteilt. Rückt mit äußerster Vorsicht vor. Wir wissen nichts über die Feindstärke vor Ort. Das stimmt nicht. Wir wissen, dass es 13 Aliens sind und wir wissen auch die verschiedenen Spezies. Die haben sie doch nicht alle. Naja. Zuallererst würde ich sagen, ja gut, Kitty kann halt ein bisschen vor. Wir können ja langsam vorrücken, das macht ja keinen großen Unterschied. Wichtig ist einfach nur, dass wir nach Möglichkeit nicht zu viel vom UFO kaputt machen. Und ansonsten, ja. Loki. Loki sollte auf jeden Fall eine erhöhte Position haben. Und eine gewisse Deckung. Also, der kann ja sowieso, hatte sowieso, dass er halbe Deckung als volle Deckung nutzen kann. Finde ich äußerst praktisch, wenn man mich fragt. Also, so, Ludmila Ignatieva. Hoffe ich, dass ich das richtig ausspreche. So, Lockdown, Feldposten.
Also ich rücke halt wirklich mit einem erstmal vor, schau, ist da jemand, und dann ziehe ich mit dem anderen nach. So, speziell Kitty kann halt immer relativ weit vor. Ah, ich gehe mal hier hin. Hier ist niemand, dann rücke ich mal hier hin. Okay. Ich meine, das UFO ist hier irgendwo. Aber die Stille ist schon übel. Also man fragt sich die ganze Zeit, wo sind die Schweinehunde? Ja, komm, Lockdown, gehen wir mal hier hin. Wir wissen, die Gegner haben Berserker und die haben Sektoid-Anführer, die alle jetzt nicht so toll für uns sind, wenn wir mal ehrlich sind. Wobei ich halt so einen Berserker gerne fangen möchte. Ja, komm. Einfach weil so ein Berserker halt... wir haben bisher nur die Autopsie. Also die haben wir auch noch nicht gemacht. Gut. Von da kommen welche, also da sind welche. Das klingt so, als könnten das sogar die Mutons und Berserker sein. So, Kitty kann bis hierhin und sich mal umschauen. Ach du Heilige. Da habe ich jetzt wohl ein Wespennest gestochen. Sie verlagern den Angriff. Ich würde sagen, wir haben ein paar schwere Einheiten. Das mit der Schredderrakete. Das Ziel erleidet mehr Schaden aus anderen Quellen. Das ist äußerst praktisch. Machen wir mal. Feuere Schredderrakete ab. Der ist pumpig. Und das ist okay. Brick hat keine verfügbaren Ziele. Kann aber auch nochmal... Ach ja, stimmt, die hat ja eine riesen... Die hat ja durch die Talente eine deutliche Erhöhung ihres Radius. Der ist jetzt richtig sauer, glaube ich. DJ kann halt hin und versuchen, ihn zu betäuben, aber ich glaube nicht, dass das im Moment von Erfolg gekrönt wäre. Erstmal schauen, okay, da haben wir eine 100% Trefferchance und der Gegner hat wie viele Lebenspunkte? 8. Ja, der geht drauf. Erledigt. Doppelte Portion. Kriegen wir auch dahin. Behaupte ich mal. X-Ray neutralisiert. So, Kitty würde ich sagen, gibt... Ach, wie, die sieht den anderen gar nicht. Die sieht den hier gerade nicht. Wie bescheuert ist das denn? 85%, 7 Schaden. Ja, komm. Machen wir. Der wird in der Runde noch nicht angreifen können und dann können wir ihn vielleicht betäuben. Ja, der hat nur noch 3, das heißt, jetzt dürfte es mit der Betäubung relativ sicher funktionieren. Ich hoffe es einfach mal. Oh, ach nee, jetzt schießt er ihn automatisch um. Vergesst es. Das habe ich komplett vergessen, dass er das kann. Komm, den können wir flankieren. Oder wir können ihn ausräuchern. Na gut, können wir gerade nicht. Gehe zum Angriff über. Mein kleiner Freund.
Ja, komm. Ich würde mal sagen, das läuft. Läuft bei uns. Dass wir halt einfach in einer Runde mal so eine Truppe ausschalten können. Ein Hoch auf gute Ausrüstung. Das Problem ist, wir wissen, dass es auch eine Cyberdisk da drin gibt. Und da habe ich so ein bisschen Schiss vor. So, erstmal alle wieder halbwegs zusammenziehen. Ja, komm. Und wen haben wir noch? Ach ja klar, Lockdown. Den würde ich einfach hier hinstellen und sagen, komm, falls irgendeiner sich rührt, knall ihn ab. DJ hingegen, ja, der steht hier halt ein bisschen offen. Okay, da sind also welche drin. Irgendwer hätte das erwartet, dass in dem UFO Aliens sind. Mit anderen Worten, wir machen uns auf den Weg zum besagten UFO. Öffnen die Tür und knallen. Oh, okay. Ich habe Leute gefunden. Und Zhang steht ziemlich ungünstig. Die X-Rays haben mich flankiert. 55%. Mein verkrüppelnder Schuss. 45% bringt dann auch nicht viel. Hm. Loki. 65%, 35% kritisch. In beiden Fällen. Machen wir erstmal den hier. Tja, den haben wir erledigt. Und den vielleicht jetzt auch, wobei wahrscheinlich nicht. Ach, aber die Deckung ist hin. So. Brick hatte das Deckungsfeuer. Aber Lockdown kann jetzt halt... Ich glaube, ich werde trotzdem das Deckungsfeuer mit ihr hier machen. So, Brick. Halte Ziel und. Damit ist nämlich das Holo-Zielen auch an. 100%, 80% kritisch. Feind ausgeschaltet. Aber einer ist noch da. DJ geht hier in Deckung. Und gibt einen Feldposten. Kitty rückt ein bisschen vor. Feldposten. Da kommt die Cyberdisk, glätte ich gerade mal. Ja, definitiv. Ist doch kein Feind in Sicht. Schild hat nicht gesessen. Ich hasse Cyberdiscs. Okay, Loki. Muss nachladen, scheiße. So. Cyberdisk, 60% Schaden. Nicht Schaden, 60% Trefferchance. Wir können uns natürlich vorher noch bewegen. Chang, du hast eine 50% Chance. Und machst bis zu 10 Schaden. Und du machst generell ja mehr Schaden gegen Maschinen. Also bitte. 20 Schaden. Geile Scheiße. Dann gehst du hier mal in Deckung. Also so muss das doch einfach mal laufen. 20 Schaden gegen so eine Cyberdisk. Bam. So. DJ sieht hier gerade keinen. Na, nachladen ist zwingend nötig. Kitty geht mal hier hin. Da müsste noch eine kleine Drohne sein. Lockdown.
sonst noch jemand? Ach, sie trauen sich nicht. Ist das nicht schön? So, Kitty kann hierhin und dann eventuell noch was machen, wenn es nötig wird. Ist aber augenscheinlich keiner in Sicht. Dann kann der Rest entsprechend mit hier hingehen. Oder sich an ähnlichen Stellen halt positionieren. Ach, da habe ich ihn gefunden. Na, da muss Lockdown hinspurten. Hier geht's. Sollte es sich ins Sichtfeld bewegen, kriegt es ordentlich aufs Fressbrett. Und wer jetzt hier um die Ecke kommt. Moment, was habe ich denn Sturm und Schuss? Hier in Feuerposition. Ach, da ist ja ein Mython. Na komm. Ausräuchern. Ich hol sie raus. Und sobald er anfängt, sich zu bewegen, ist er doch... Genau. Er ist ausgeschaltet. Ich könnte hier Munition gebrauchen. Hey, habt ihr was gehört? Erst einmal hat DJ was gehört, nämlich, dass er Munition braucht. Wieder am Start. So, Kitty geht mal hin und macht die Tür auf. Wollen sich zurückziehen. Eine einzelne kleine Drohne, wie niedlich. 83% und du schießt daneben. Mädel, ich bin enttäuscht. Chang. Ausgeschaltet. Na also. Rick geht hier in Position. Oder ich würde sagen, sogar hierhin. Der Rest rennt einfach mal gleich so weit. Ja, das sind nur noch die beiden Scharfschützen. Also rennt einfach mal ran, Leute. Und dann schauen wir mal, was wir machen können. So, ich tippe mal darauf, dass da gleich noch jemand oder etwas drin ist, was uns nicht mag. Nee? Keine Feinde in Sicht. Okay. Beschwere ich mich nicht drüber. So, schöne Position für unsere Scharfschützen. Wenn sie denn so weit kommen. DJ. Komm. Passt da schon irgendwie? Und der Rest. Ach ja, Kitty. Kitty kann ja extrem weit immer rennen. Stell Kitty einfach mal hier hin für den Fall, dass da in dem Raum was ist. Das können wir eventuell hören. Ja, komm, Kitty, mach mal die Tür auf. Ich glaube, wir sind hier nicht allein. Da haben wir doch welche. Hallo, ihr Kleinen. Sechs Schaden. Wie weit kommt eigentlich DJ? Ja gut, DJ muss reinrennen. Aber das kann er gut. Gehe zum Angriff über.
da würde ich sagen, rennt er bis hier hin. Und knallt den einen einfach von der Seite ab. So, mein Freund. 70% kritisch, du bist so gut wie tot. Nichts zerstört, was wir nicht zerstören dürften. So. Und du hier kriegst aus nächster Nähe einfach ins Gesicht. Fein ausgezeichnete Arbeit. Ja, das würde ich sagen, war wirklich ausgezeichnete Arbeit. Keinerlei Verletzungen. Ein Haufen tote Aliens, leider kein gefangener Berserker, okay. Wir haben nichts dem Zufall überlassen und wurden belohnt. Ausgezeichnete Arbeit, Commander. Wieder ein paar Waffenfragmente, UFO-Flugcomputer, UFO-Energiequellen. Ja, und jetzt würde ich sagen, mache ich hier wieder einen Schnitt. Ich hoffe, ihr habt Spaß, das ist konstruktive Kritik. Vielleicht ein Däumchen nach oben da, Vorschläge für weitere Spiele, was weiß ich, Hundewelpen, was ihr in den Kommentaren lassen wollt. Bis zum nächsten Mal. Cheerio!